Boah, was ist das denn? Eine Riesenspinne? Ich hoffe nicht, dass wir diese heute vorspinnen, denn ich habe eine Spinnenphobie. Egal, gucken wir erstmal, was um was es sich dreht. Kommt mit. Aha, ich hatte also recht. Heute dreht sich unser Thema um die Spinne von Zorro. Und damit recht herzlich willkommen bei Tiny Tommy. Heute möchte ich euch mal diese coole Riesenspinne vorstellen. Von Zorro, kostet ungefähr 20 Euro, gibt's bei Amazon. Und ich bin mal gespannt, ob das Ganze was taugt. Packen wir das zunächst einmal aus, kommt einfach mal mit. So, bevor es gleich losgeht, diese Spinne hat sogar rote Augen, die richtig cool aussehen. 3 Batterien und ein Spinnenei mit einem Netz drin, wenn das nicht mal cool ist. Dazu müssen wir das Ganze einmal öffnen. So sieht das Ganze aus, wenn es dann ausgepackt ist. Eine riesengroße Spinne. Hier kommen nochmal Batterien rein, aber wir hatten das Glück, dass da 3 AA schon drinne waren. So sieht das Ganze aus. Müssen wir erstmal aufschrauben und dann hier unten reinpacken. Hier unten wird das Ganze angemacht. Und dann bewegt sich die Spinne wie eine echte Spinne sozusagen. Testen wir das gleiche Ganze nochmal aus. Aber wir gucken erstmal in das mysteriöse Ei rein. So, das befindet sich da drinnen, eine weiße Masse, und daraus kann man wohl ein Netz bauen sozusagen. Mal gucken, nehmen wir uns hier mal so ein Teilchen raus. Und dann kann man da so ein bisschen, ist glaube ich wie so ein Halloween-Deko gedönst, so ein bisschen auseinanderziehen. Also es sieht schon... Mit ein bisschen Feingefühl würde ich sagen, es sieht fast danach aus. Also man muss ein bisschen stretchen und... Okay, das sieht jetzt nicht so toll aus. Aber es sollte nachher dann so aussehen. Egal. Lassen wir die Spinne mal kreisen, würde ich sagen. Dann würde ich mal sagen, lasst uns mal die Spinne aktivieren. Hier ist der Knopf. Und die roten Augen sind aktiviert. Okay, dann lasst uns das mal auf dem Fußboden ausprobieren. Ich glaube, das ist eine bessere Idee.
Katzen. War das anstrengend? Dann würde ich mal sagen, lasst uns beim Testergebnis kommen. Also ich finde diese Sururu-Spinne eigentlich gut gelungen. Macht das, was es tun soll. Und hat zwar nur ein, zwei Funktionen hin und zurück und Angriffsmodus und die roten Augen. Aber naja, für 20 Euro denke ich mal durchaus okay. Ansonsten gut verarbeitet. Kann ab und zu mal sein, dass ein Beinchen rausgeht. Aber es könnt ihr ganz normal wieder reinstecken. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt es ruhig schreibt es gerne in die Kommentare rein. Achso, man könnte noch natürlich das Spinnennetz ausschneiden, wenn man möchte. Ansonsten gibt es da nicht mehr viel zu erzählen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Fragen. Richtig cool auf jeden Fall gedacht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.